Hallo, liebe Kinder, willkommen zu Rainers Gute-Nacht-Geschichte. Heute gibt es eher etwas weniger Musik. Ich stehe hier auf einem Kartoffelfeld. Es ist Herbst, die Kartoffeln sind ganz toll gewachsen und wollen jetzt geerntet werden. Heute hat man dazu ganz große, tolle Maschinen. Aber früher, zu einer Zeit, als eure Oma und euer Opa noch Kinder waren, da gab es Maschinen, die waren ganz einfach. So eine einfache Maschine will ich euch heute vorstellen. Was muss so eine Maschine alles können? Sie muss zuerst das Kraut abschneiden, dann den Boden umgraben und die Kartoffeln aus dem Boden herausnehmen. Schöne Kartoffeln. Jetzt werde ich mit euch so eine Maschine beobachten. Mit dabei sind der Karl-Heinz, der fährt den Traktor. Und dieser Traktor zieht die Maschine. Da ist der Christian, er läuft hin und her und schaut, dass die Maschine auch toll arbeiten kann. Auf der Maschine seht ihr noch Freunde von Karl-Heinz und Christian. Die sortieren die Kartoffeln aus. Jetzt geht es los. Da ist der Karl-Heinz auf dem Traktor. Die Maschine muss angetrieben werden, das macht der Traktor. Christian schließt hier gerade eine Stange an. Die Stange dreht sich gleich und dann drehen sich viele Teile der Maschine. Christian spannt die Säcke an. Hier fallen später die Kartoffeln hinein. Das ist ein Drehsieb. Hier wird die Erde von den Kartoffeln weggeschleudert. Da vorne seht ihr ein Drehmesser. Das dreht sich später. Das schneidet das Kraut ab. Dieses Rad ist wie ein Rechen. Es zieht das Kartoffelkraut zur Seite, damit es nicht im Weg ist. Der Pfeil zeigt auf eine Art Schaufel, die sich in den Boden gräbt und die Kartoffeln aus dem Boden herausholt. Ich schaue durch das Sieb. Von hier aus kann man die Schaufel besser erkennen. Jetzt geht's los. Die Schaufel ist bereits im Boden, gräbt die Kartoffeln aus mit Erde und was da so liegt und drückt es in das Sieb hinein. Das Sieb ist hier voll in Gange. Durch das Drehen fällt die Erde heraus, die Kartoffeln bleiben drin. Das Sieb treibt die Kartoffeln nach oben. Dort landen sie auf einem Fließband. Das Fließband hat drei Teile. In der Mitte ein größeres Fließband, links und rechts kleinere. Die Freunde von Christian und Karl-Heinz legen auf das linke Fließband die großen Kartoffeln, auf das rechte die kleinen. Steine, Kraut und andere Sachen bleiben auf dem mittleren. Die großen und die kleinen Kartoffeln landen in den Säcken. Alles, was auf dem mittleren Band ist, das fällt am Ende des Bandes wieder auf den Boden. Eine Reihe Kartoffeln sind geerntet, aber das Feld ist noch groß. Deshalb dreht der Traktor und auf der Rückfahrt geht die Ernte weiter. Ja.
Das war's für heute. Ich hoffe, es war für euch spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Rainer. Und viel Spaß beim Kartoffelessen.